Was macht die französische Küche interessant? Wir haben zum Beispiel diese Oystern von Bretagne, aber auch die Raclette, den Fondue vom Savoie, Bouillabaisse vom Süd. Es gibt ein bisschen alles, weil es gibt viele verschiedene Küche. Das ist nicht eine Küche. Ja, also wir heißen Déjà Bu, weil wir sind ein Weinbistro und wir haben verschiedene Weine und viele Leute kommen und sagen, ah, ich habe schon diese Wein getrunken und es war sehr lecker und ich will den nochmal so in deine Richtung probieren. Wir sind nicht ein Restaurant, wo die Leute kommen einmal. Sie kommen immer und sie möchten alles probieren und es kommt auch diese, ja, ich habe das schon getrunken, ich habe auf Französisch déjà bu und es war auch ein kleines Witz mit déjà vu. Wir wollten nicht eine High-Standard-Restaurant machen, aber mehr diese Lokal, du kommst als Freund und das ist so einfach zum Sprechen mit deinem Nachbar am Tisch. Es ist nicht, ich komme für eine Stunde, ich esse und dann ich gehe irgendwo anderes in ein Bar, weil wir sind alles, wir sind Bistro, Restaurant und Bar. Und ich mag, dass auch die Deutschen das machen und nicht nur die Franzosen oder die andere Nationalität. Sie kommen wirklich und sie haben wirklich diese französische Abendessen-Erfahrung. Ja, zum Beispiel die Quiche, wir machen verschiedene Quiche, aber Quiche ist so ein bisschen wie die Flammkuchen oder die Pizza. Du kannst Quiche mit alles machen, aber ja, du machst so mit, zum Beispiel wir können mit Zucchini und Ziegenkäse und dann mit Milch und Eier und dann sie machen alles zusammen und wir kochen die Quiche. Unser Konzept ist, dass wir haben kleine Speisen. Wir arbeiten direkt. So zum Beispiel mit zum Beispiel für die Schinken oder Wurst, das ist eins von Baskenland und ein anderer vom Ardèche. Auch für den Wein, das ist nur kleine Produzent. Aber unsere Topseller ist diese Platte, Degustationplatte mit Wurst, Käse und unsere ausgemachte Aufstriche. Es ist wirklich ein Teil von das Konzept, dass das Essen so, man kann Kleinigkeit essen und das Teilen auch. Die Platten und so weiter, es ist nicht nur für sich selbst, aber es ist für das ganze Tisch. Und man kann diese Erfahrung auch teilen. Und das ist auch, ich denke, ein großer Teil von Déjà Bu. Ich würde sagen, die Küche ist in der Zentrum von das Abend. Aber ohne Wein und ohne diese französische Musik und diese Licht und so weiter, dann alles muss zusammen sein. Wir möchten, dass die Leute fühlen so ein bisschen wie zu Hause. Es ist wirklich comme à la maison.